Herzlich willkommen zum Rallentando vom 17. Juni 2020. Am letzten Sonntag haben wir in Erlenbach das erste Mal seit Monaten wieder zusammen Gottesdienst gefeiert. Renaissance von der Kirche war es, die Wiedergeburt vom Feiern in der Kirche. Renaissance ist ein gutes Stichwort. Es ist ein gutes Stichwort für unsere Tradition. Denn ohne Renaissance keine Reformation. Lassen Sie mich zurückschauen. Ein wesentliches Charakteristikum der Renaissance, das von Anfang des 14. Jahrhunderts bis in die Zeit der Reformation, in die Jahre 1520 bis 30, gedauert hat, der Bogen dort in dem Zeitraum, da hat sich herauskristallisiert die Geschichte von der Einzelnen, vom Einzelnen, die individuelle Persönlichkeit und das Recht von jeder Person auf einen ganz eigenen Willen. Es ist noch spannend. Auch Künstlerinnen und Künstler, vor allem zu dieser Zeit Künstler, die haben Namen in der Renaissance. Da Vinci, Michelangelo, Raphael und. Kennen Sie einen Künstler aus der Romanik? Ja, der Waldensburger Meister. Aber wie Sie hören, er hat keinen Namen. Seine Identität erschließt sich nur über das Werk, aber seine Person ist im Hintergrund. Das ist bezeichnend. Mit der Renaissance kommen Namen, kommen Individuen, kommen einzelne Menschen ins Spiel. Es ist eben erst seit der Renaissance, dass die Persönlichkeit des Einzelnen wirklich im Blick ist. Nicht mehr, dass ich in einer Sippe oder zu einer Sippe gehöre, ist essentiell, sondern dass ich einen eigenen Glauben, ein eigenes Denken und ein eigenes Handeln habe und auch das zu verantworten habe. Das ist die Frucht vom Humanismus und das ist letztlich auch die Voraussetzung oder mit der Frucht der Reformation. Wenn ich meinen eigenen Glauben zu verantworten habe, dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich verstehe, was ich glaube. Also muss auch die Bibel übersetzt werden in meine Muttersprache. Und dieser Prozess hebt ja an mit der Reformation. Ich muss verstehen, was ich glaube, damit ich es verantworten kann. Und darum gehört zu einem reformierten Gottesdienst immer ein Predigtext. Der von heute, steht im 1. Johannesevangelium und im 3. Kapitel, Vers 1 bis 9. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Vorsteher der Juden. Dieser kam des Nachts zu ihm und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott sei mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagt zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von oben her geboren werden. Thank you.
Nikodemus, ein Pharisäer und einer der Oberen der jüdischen Gemeinde, ist ein Lehrer, ein Lehrer in Israel. Er ist ein Theologe von erstem Rang. Und er versteht nicht, was Jesus unter Wiedergeburt, neu geboren werden meint. Wie soll ich das verstehen? Warum schreibt der Evangelist Johannes die Geschichte für uns auf? Der Nikodemus wird umtrieben von der Frage nach dem Heil, nach dem Ganzsein. Die Frage, wie kann menschliches Leben überhaupt gelingen, ganz werden? Das ist aber nicht nur eine Frage von Nikodemus, eine Frage von der jüdischen Gemeinde, es ist eine Frage von jedem Mensch, von jeder Frau und jedem Mann zu jeder Zeit. Warum versteht der Nikodemus die Antwort von Jesus nicht? Die Antwort darauf könnte helfen, zu verstehen, auch was ich manchmal nicht verstehe, wie gelingt mein Leben? Wann stellen Sie die Frage? Finden Sie eine Parallele zum Nikodemus? Der Nikodemus kommt mitten in der Nacht. Das mag der Tatsachen entsprechen, das mag der historischen Situation entsprechen. Dass der Nikodemus Entschuldigung, den öffentlichen Verkehr mit Jesus gescheucht hat, das ist offensichtlich. Und das mag der Lebenssituation und der Stimmung des Nikodemus sehr entsprechen. Die Frage, wie gelingt mein Leben, die haben im Alltagsgeschäft, im Alltagsbetrieb wenig Raum. Der Nikodemus wählt die ruhig, besinnlich, Stille von der Nacht. Und dabei gilt es zu bedenken, dass beim Johannes Zeitangaben immer voller Symbolik sind. Nacht steht für die Innerdunkelheit, für das Verdunkeln vom Sinn, von der Sinn. Von Sinnlosigkeit plaget, kommt der Nikodemus zu Jesus. Finden Sie sich in dieser Situation? Der Nikodemus kommt in der Nacht, also dann, wenn es schon fast spät ist, dann fährt er sich an besinnen. Dann besinne ich mich, besinnen wir uns vielleicht auch als Gesellschaft, auf die notwendigen Fragen. Etwa die nach dem veränderten Klima in der gegenwärtigen Krise, ökonomisch, politisch, ökologisch. Im Tagesgeschäft haben die existenziellen Fragen oft zu wenig Raum. Es kommt nicht die gebührende Sorgfalt zu. Keine Zeit und oft auch kein Interesse, die existenziellen Fragen zu stellen und sich mit ihnen zu beschäftigen. Geschweige denn Antworten zu suchen. Das Tagesgeschäft ist über Jahrzehnte in unserem Land gut, streckenweise und bei vielen sogar sehr gut zu bewältigen gewesen. Stets Wachstum, volle Kassen, Versicherungen gegen dieses und gegen jenes. Viele, auch ich, haben angenommen, dass es ordentlich so weitergeht. In den vergangenen Wochen und Tagen ist es Nacht geworden, im johannäischen Sinn. Viel Zeit, existenzielle Fragen zu stellen. Viel Zeit, das Klima zu ergründen, in dem ich lebe oder gelebt habe. Fragen hat es in die Zukunft. Wie ist das mit dem Alt- und Älterwerden? Anti-Aging ist sicher nicht die Antwort. Wie ist das mit der Finanzierung der medizinischen Notwendigkeiten? Was ist überhaupt gelingendes Leben für mich?
Im Grossen, wie gelingt das Zusammenspiel zwischen Ost und West, Nord und Süd, Arm und Reich? Wie gelingt das Leben mit der Arbeit, wo vielen fast bis als nicht mehr leistbare angegangen ist, wo über die Grenzen von den eigenen Möglichkeiten ausgegangen ist? Wie gelingt das Leben ohne Arbeit, was vermutlich noch viel schlimmer ist? Wie gelingt das Leben? Das will der Nikodemus in der Nacht von Jesus wissen. Und bevor der Nikodemus seine Frage wirklich formuliert hat, stellt Jesus eine Behauptung auf, die das eigentliche Problem von seinem Gegenüber auf den Punkt bringt. Nochmal zum Nikodemus. Der Nikodemus sagt: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn mit Gott. Gott ist mit ihm. Das Eigentliche ist noch nicht oder wird noch nicht angesprochen. Jesus, wie schon gesagt, gibt Antwort auf eine noch gar nicht gestellte Frage. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Neu geboren werden, das bleibt für den Nikodemus unverständlich. Er nimmt die Antwort wörtlich. Er sortiert die Antwort in sein bestehenden Verständnishorizont. Jesus meint mit neu wirklich neu. Nicht neu im Sinn von einem Kind, wo im Spielzimmer ein neues Spielzeug bekommt. Jesus meint wirklich neu. Nicht im Sinn von einem Computerfreak, wo eine voll funktionierende Maschine austauscht gegen eine neuere, weil sie schneller und besser ist. Jesus meint mit neu, neu. Ein neuer, anderer Daseinszustand. Ein Mensch, der sich im Wesen verändert, neu wird. Durch Krise. Eine Erfahrung, die ich mitbekommen habe in meiner Geschichte in den letzten 2 Jahren. Es ist eine Erfahrung von allen Revolutionen. Sie scheitert daran, dass sich der Mensch bei allem Wechsel des Programms und von den Gesellschaftsformen im Wesen eben doch gleich bleibt. Aber es könnte unsere Erfahrung mit Gott sein, dass ich neu werden darf. Ich darf neu werden. Nicht ich muss neu sein. Ich muss noch nicht sein. Ich darf mir Zeit lassen für den Veränderungsprozess, für eine Entwicklung, für die Entwicklung von meinem Glauben, von meinem Denken, von meinem Handeln, von meiner Person und meiner Persönlichkeit. Wir müssen nichts sein. Wir dürfen werden, wer wir sind, als Individuen, als Christinnen und Christen. Der Aufbruch, der Wandel, der wird für mich gefasst in einem Gedicht, einem meiner Lieblingsgedichte von Hermann Hesse. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginn, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch eingewohnt in einem Lebenskreise, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan dem Herz, nimm Abschied und Gesunde. Amen.